Nun ja, als Niedersachse habe ich so meine Meinung über Volkswagen. Mein erstes Auto war ein Volkswagen, ein VW Käfer. War ein toffes Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war noch deutsche Wertarbeit. Ich hatte einige VWs in meinem Leben. VW Golf, VW Käfer und einige andere. Der letzte war ein Caddy. War ein sehr gutes Auto. Jetzt habe ich einen Ford. Der ist besser. Da werde ich auch bei bleiben. Da ist also ein VW-Vorstand, der sich gegen die AfD positioniert, gegen die Opposition in Deutschland. Hat natürlich Gründe im rot-grünen Niedersachsen. Anteile von VW werden von der Landesregierung gehalten, vom Land Niedersachsen. Und da muss man natürlich in so eine Art Oralverkehr gehen als Vorstand mit der Landesregierung. Wäre es nicht besser, werter Herr, wenn Sie mal etwas für Ihre Angestellten und Arbeiter tun würden? Denn in der ganzen Bundesrepublik werden Stellen abgebaut, 40.000 bisher, und es werden viel, viel mehr werden. Deutschland liegt am Boden und Sie erdreisten sich in Ihrer unglaublichen Unterwürfigkeit. Ich sage nicht Dummheit, aber in ihrer Unterwürfigkeit hier gegen die einzige Opposition, naja gut, wir haben noch die Werteunion, aber eigentlich die einzige Opposition bis dato, so eine dreckige Stimmung zu machen. Sie sollten sich eigentlich schämen. Und die Arbeitnehmer sollten Ihnen eigentlich mal ordentlich die Meinung sagen. Ich wollte was anderes sagen, aber ich werde es nicht tun. Man wird ja hier immer nicht nur mit Verhöhnungsstrafe bedroht, sondern auch mit anderen Repressalien. Also werde ich nicht sagen, was man so wirklich anstellen könnte. Aber da ergreift mich schon die kalte Wut angesichts von so vielen Stellenstreichungen, Abwandern von Unternehmen ins Ausland, Verlagerung von Produktionen, und Sie reden so eine Kacke.